Kennst du das, wenn an einem Tag so überhaupt nichts funktioniert und gelingt? Also ich kenne das natürlich auch, dass an einem Tag überhaupt nichts funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wie ich das geplant habe. Und da zeigt sich auch unter anderem, dass das Vertrauen von uns selbst in dieser Zeit, in diesem Tag gestärkt werden kann, dass wir nicht verzweifeln, dass wir nicht denken, ich muss das jetzt so und das muss so funktionieren und dass man vielleicht sogar in Panik gerät, sondern dass man diese berühmte Ruhe bewahrt und das kannst du tun, indem du einmal tief durchatmest und schon verändert sich vieles. Meistens vergisst man das dann gerade in solchen Situationen, aber du kannst dein geistiges Team auch beauftragen. Hey, ihr Lieben, erinnert mich gerade in solchen Situationen an so einfache und wichtige Werkzeuge wie das Durchatmen. Also wenn an einem Tag wie diesen, also das ist mir jetzt in den letzten Tagen öfters passiert, Termine einfach nicht zustande kommen. Was mache ich dann? Ja, dann hat Gott mit mir etwas anderes vor. Dann möchte das Universum mich woanders haben. Ich atme einmal tief durch und dann schaue ich, was in mir an Impulsen da sind. Und meist kann ich dann in dieser Zeit, wo ich angeblich anders wollte, nutzen, auf eine Art und Weise nutzen, die mir dann hinterher besser gefällt. Und das Vertrauen in uns wird dir natürlich im Alltag gestärkt und geschürt. Das können wir uns nicht antrainieren oder lernen, sondern wir können es anwenden im Alltag. Was du noch im Alltag tun kannst, wenn so überhaupt nichts funktioniert, wie du es dir vorstellst und du in Angst gerätst, erzählt dir jetzt die geistige Welt und wir sehen uns hinterher nochmal. Bis gleich. Tschüss. Das Licht in dir leuchten lassen können, auch in Lebenssituationen, die dein Verstand herausfordert und dein Ego total verwirren vermag. Das Licht in dir leuchten lassen können, kannst du jetzt schon beginnen, es zu trainieren, wenn dir dann wieder mal solche Tage begegnen, denn es werden dir wieder solche Tage begegnen. Sage dir ab jetzt immer öfters mal, ich will das Licht in mir sehen. Ich will das Licht in mir fühlen. Ich will das Licht in mir erkennen können. Jetzt. Je nachdem, welcher Satz dir am besten gefällt, mit dem du am besten kannst, nutze ihn des Öfteren. Nicht nur dann, wann dir danach ist, sondern auch wenn du den Impuls bekommst, diesen leise auszusprechen oder für dich gedanklich da sein lassen. Denn dann kannst du mit solch herausfordernden Tagen oder Situationen sehr gut umgehen und in eine Ruhe kommen können, die niemand beeinflussen oder beeinträchtigen kann, egal was da im Außen passiert. Ihr Menschen werdet im Augenblick kräftig unter Druck gesetzt. In Form von Medien oder was auch immer da euch gezeigt wird, auch die Sonne kann Druck machen im positiven Sinne. Absolut. Erkenne das Positive in jedem, was negativ erscheint. Denn du bist in der Dualität, du bist im Dualen. Und wenn das Negative da ist, muss die andere Seite auch da sein. Wenn Regen ist, kehrt auch wieder Sonnenschein zurück.
Stell dir vor, du hättest ständig Sonnenschein. Die Erde würde verbrennen, das würde nicht gut tun. Der Regen ist wichtig für die Dualität, für das Polare hier. Und so ist in negativen Situationen auch ein Wunder, ein Geschenk involviert, das du ergattern kannst, wenn du erkennst, das Licht, die Ruhe in dir oder auch den Nutzen dieser Situation. Das bedeutet dann, dass du präsent sein musst, bewusst dir sein musst, was da geschieht. Und du weißt, das Wort muss, müssen nutzen wir wenig, weil es angeblich negativ ist, aber hier positiv genutzt wird. Es nutzt dir nichts, wenn du in hektischen Situationen dich in diese Stressenergie rein katapultieren lässt. Du musst dann bewusst sein, präsent sein, in der Gegenwart sein, um erkennen zu können, was wirklich passiert. Denn es geht einzig und allein die Zeit etwas schneller. Der Stress im Kopf, im Ego, das Ego manipuliert dich stets und immer. Die Zeit kann dich nicht manipulieren und nicht stressen, weil du weißt, diese gibt es nicht. Frag doch mal eine Blume oder eine Kuh oder ein Pferd, wie spät es ist. Es ist jetzt. Es ist immer jetzt. Wo befindest du dich gerade? Hier. Und du bist immer der Mittelpunkt. Du bist immer der Mittelpunkt in deinem Leben. Es dreht sich immer alles um dich. Ist das jetzt egoistisch gedacht? Hat das jetzt mit deinem Verstand und deinem Ego zu tun, wenn sich alles um dich dreht? Du selber spürst, dass du der Mittelpunkt bist und dass sich alles wirklich um dich dreht. Aber meine Kinder sind mir wichtig. Absolut. Verstehe ich, hier hast du eine gewisse Verantwortung für eine gewisse Zeit. Und wenn sie dann 18 oder älter sind oder auch vorher schon das Häusliche verlassen, kehrst du wieder ganz in das Deine zurück, sofern du die Position der Mutter so nach und nach hergeben kannst oder die Position des Vaters so nach und nach hergeben kannst. So nun denn, wenn dir solche Situationen begegnen, wo überhaupt nichts funktioniert, wo du Angst bekommst, kannst du dir absolut sicher sein, dass es von Gott gewollt war, dass es von der Quelle gewollt war, dass es von deinem geistigen Team gewollt war, dass du in diese Situation kommst, denn es stärkt dich. Alle Situationen, die in deinem Leben dir unangenehm begegnen, haben ein Geschenk in sich und unter anderem stärken sie dich und dein Vertrauen. Du könntest ebenso in Stresssituationen kurz mal deine linke Hand auf dein Herz legen, durchatmen und absolut in die Gegenwart kommen. Dies ist vollkommen in Ordnung und stärkt zugleich den Rhythmus deines Herzens. Ihr Menschen bekommt immer mehr Kräfte. Nun beginnt es in der linken Hand, in der linken Chakra-Seite deiner beiden Hände. Eine gewisse Energiekraft. So kann es sein, dass du den Unterschied deiner Hände links und rechts in der Zukunft, in den kommenden Tagen oder auch jetzt, je nachdem wie du das magst, spürst. Und auf diese Weise kannst du in ganz kurzer Zeit deinen Herzrhythmus beschleunigen, verlangsamen oder einfach zur Ruhe kommen lassen können, wenn du entspannst. Probiere es aus, denn der neue Körper hat für euch Menschen ganz neue Funktionen, die einfach im Alltag sofort umgesetzt werden können. Da braucht es nicht viel Übung, sondern nur Wissen, dass es da ist, dass es das für dich gibt. Ich bin der kosmische Arzt sozusagen. Ich bin alles, was ist. Ich bin du und du bist ich. Vayu Soy. Danke, danke dir, danke schön.
Ich habe ja gesagt, wir sehen uns nach dem Channeling nochmals kurz zu einem Tipp, den ich gerne mit dir teilen möchte. Wenn mal das Leben dich wieder überrollt oder einfach gewisses nicht so funktioniert im Alltag, wie du es dir vorstellst, dann schau dir einen Gegenstand ganz bewusst an. Schau einfach irgendwo in den Raum und schau dir einen Gegenstand ganz bewusst an und beschreibe dir selbst diesen Gegenstand. Denn dann lenkst du deine Aufmerksamkeit auf etwas Neutrales und du wirst sehen, was das mit deinem System macht. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.